Sakartart morte, it bisika lavatar fallibi, beredeta morte vet ne kurbata tishna for dekvo. Beresinitit for a teta, bistit vata didebo. Das war nichts. Hallo, liebe Freunde, hier zurück zu Funlibi. Mensch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute hier sehr international unterwegs, der alte Brilli, oder was? Nee, eigentlich nicht, denn es war nichts, wie gesagt, es war nichts. Ach, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Mensch. Samstag, Funlibi-Zeit, es wird mal wieder ein bisschen gebaut hier. Erstmal beginnend mit einer wunderbaren Kamerafahrt. Ihr seht hier, Ruinen. Das sind noch Ruinen. Das ist noch nicht, da fehlt noch alles. Ja, hier muss mal Leben rein in die Bude, ja. In dieses wunderschöne Ruinchen. Und das, darum geht es in dieser heutigen Folge Funlibi, dass wir das untere Stockwerk machen, die Terrasse machen und, ja, alles mal richtig machen und schön machen, so dass das, ja, mal ein bisschen gebraucht werden kann auch. Ja, dass das ein bisschen aussieht, als würde das jetzt mal besucht werden können. Ja, so sieht es natürlich noch scheiße aus und deswegen geht es heute mal darum, hier ein bisschen Leben einzuhauchen. Das sind immer die schönen Folgen, finde ich. Wo dann, wo es noch nach Kulisse aussieht erstmal und dann, ich finde nach dieser Folge, wir werden es ja am Ende sehen, da sieht es schon ganz anders aus. Da sieht es schon so aus, als würde man da jetzt reingehen können, hingehen können und ja, sein Bierchen trinken können. Das ist doch schön. Ah, Freunde, darum geht's in dieser Folge. Ja, 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 ja. Aber wir wollen natürlich nochmal von vorne anfangen. Also, Funlibi. Nein, nein, keine Sorge. Entschuldigung, jetzt bin ich auch noch verschluckt hier. Eieiei. Nein, was ich sagen will ist, ich hab, guck mal, hier habe ich versucht, das anzuheben, weil da soll natürlich Rasen hin, geht nicht. Wegen dem Weg. Habe ich auch nicht gewusst, dass das so krass nicht geht. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwas noch ausmachen muss, damit das geht, oder was ist da passiert? Man weiß es nicht genau. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich konnte das ja so verdecken. Sofa decken. Ach, ist es auch wieder mal. Ach, komm. Ach Gott, ich gehe. Es reicht mir, komm. Ach, Freunde, ich kann euch ja nicht alleine lassen hier. Dann seid ihr aufgeschmissen, richtig? Wahrscheinlich schon. Deswegen bin ich natürlich wieder da. Was ich sagen will, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Unterm letzten Video, naja, beklagt möchte man auch nicht sagen, aber wurde natürlich gesagt, dass es sehr schade ist, dass man jetzt wieder eine Woche warten muss und dass man sich ja immer so sehr auf Funlibi freut. Es wäre natürlich schön, wenn es mehrere Folgen in der Woche gäbe. Das hatten wir schon oft, das Thema. Ich würde auch lieber mehr Folgen in der Woche rausbringen können. Es ist ja nun mal nicht so, dass mir das nichts bringt. Das ist, Funlibi bringt mir natürlich viele Views, ja, das ist natürlich positiv. Und ich könnte sagen, ja komm, ich mache überhaupt keine anderen Videos mehr, mache nur noch Funlibi. Dann würden, was weiß ich, halt 3 Folgen Funlibi in der Woche kommen und sonst halt nichts. Aber das möchte ich einfach nicht, ja. Also erstens mal brauche ich auch mal was anderes. Ich kann nicht die ganze Zeit nur Planet Coaster zocken. Es ist ein perfektes Spiel, klar. Und ich liebe Planet Coaster. Aber ihr versteht das. Ihr könnt ja auch nicht die ganze Zeit nur euer Lieblingsessen essen. Und das jeden Tag. Geht halt nicht. Das heißt, ich brauche Abwechslung. Punkt 1. Punkt 2, ich brauche Ideen. Die kommen ja auch nicht immer weiter. Ja? Das heißt, es ist ja auch, wenn ich nicht aufnehme und nicht spiele, beschäftige ich mich mit Funlibi, weil ich drüber nachdenke, abends im Bett tatsächlich häufiger, denke ich darüber nach, wie denn der nächste Bereich aussehen soll oder das nächste Projekt oder was auch immer, was ich denn machen könnte und so weiter und so fort. Also das ist Punkt 2. Das heißt, ich brauche auch Zeit hinter der Kamera. Sagt man das so? Zeit, ohne dass der Computer überhaupt an ist, brauche ich dafür Zeit. So. Punkt 3. Ich möchte euch einen gewissen Standard liefern. Ja, den ihr jetzt mittlerweile vielleicht gewohnt seid. Wir sind bei Folge 23, glaube ich. Da habt ihr einen gewissen Standard jetzt von mir bekommen. Und den möchte ich auch beibehalten. Ja, das sei die Qualität des Videos, das sei die Qualität des Audios, das sei das, was ich hier sage. Ja, das braucht natürlich, das ist ja jetzt auch nicht einfach nur hingeklatscht, sondern gut, okay. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir Gedanken mache, was ich sage. So wollen wir es natürlich auch nicht drehen. Aber das ist natürlich trotzdem ein gewisser Anspruch, den ich selber an mich habe, dass er das Soundfile einigermaßen gut ist. Und das geht halt, dann würde es irgendwann auf die Qualität gehen und das möchte ich auch nicht. Ja, deswegen, vielleicht, ich habe bald eine Woche frei, dann
Vielleicht kommt da mal eine extra Folge oder so. Das kann durchaus sein. Wenn ich mal mehr Zeit habe, mache ich natürlich auch mehr. Das ist überhaupt keine Frage. Momentan ist es nicht so, aber Ende März habe ich eine Woche frei und dann kann ich ja vielleicht eine extra Folge bringen, ja, worauf ihr euch freuen könnt. Da, weil ich da vielleicht mal mehr Zeit habe, mich an Fundibee zu setzen und mal ein bisschen mehr machen kann. Aber versprochen ist das nicht, aber es ist eine Option, definitiv. Also wie gesagt, ne? Und wie gesagt, das Argument, dass ich aber andere Spiele bringe, ist wie, habe ich ja schon revidiert. Ja, ich bringe andere Spiele, das möchte ich aber auch so. Mein Kanal soll nicht nur Planet Coaster Kanal sein. Auch wenn es natürlich die meisten Views gibt. Aber ich bin nun mal jetzt auch nicht derjenige, der darauf Wert legt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer das gemacht, woran ich Spaß habe. Und ich glaube, dass auch einige von euch mich abonniert haben, weil ich genau das mache, was mir Spaß macht. Und nicht, weil ich darauf Wert lege, wie viel Views ein Video hat, wie viel Werbung geschaltet werden und so weiter und so fort. So ein YouTuber bin ich nicht, so ein YouTuber werde ich nie. Und deswegen habe ich auch eine gewisse Unabhängigkeit von allen. Und die möchte ich mir auch gerne beibehalten. So, das dazu. Einfach nur mal, nochmal, um klarzustellen, dass das natürlich nicht am Spiel liegt und auch nicht an euch oder an sonst wem, sondern halt einfach an vielen Faktoren, warum ich Fundibee jetzt nicht jeden Tag rausbringen kann. Aber es ist doch auch was Positives, sich auf was zu freuen, oder? Ich bin ja froh, dass ihr euch auf Fundibee freut. Ich bin ja froh, dass das Prime-Format auf meinem Kanal ist, neben der Parkshow. Ja? Da bin ich ja froh drüber. Und ich glaube, wenn es halt dann irgendwann an der Qualität scheitert, dann wird's nicht, ist es nicht mehr das Prime-Format. Dann ist es halt nur noch, ja, ein hingeklatschtes Speedrun-Video von Planet Coaster irgendwann. Und das will ich nicht. Es gibt viele Planet Coaster Spieler, die eben auch mehr Videos bringen, klar. Die machen das, dann spielen die, weiß ich nicht, 30 Minuten und raffen das dann auf 10 Minuten in einem sehr, sehr langsamen Tempo und bringen dadurch dann mehr Folgen. Das könnte ich auch machen, ist aber dann qualitativ, finde ich, bei weitem nicht dasselbe. Und es gibt dann noch Leute, die das so machen und dann dabei nicht mal reden. Solche Leute gibt's auch, die dann halt einfach nur ein bisschen Musik einspielen und dann seht ihr, was die machen. Das ist auch weniger Arbeit. Na klar, ich könnte auch mir viel weniger Arbeit machen. Aber wie gesagt, ich habe eben schon erwähnt, ich habe einen gewissen Standard und den möchte ich beibehalten und den möchte ich euch geben. Und ich glaube, deswegen habt ihr auch, weiß ich nicht, ob ihr abonniert habt oder nicht, aber deswegen schaut ihr ja hier rein. Und deswegen, oh Gott, ich rede jetzt schon 5 Minuten darüber. Es reicht. Wir gehen zurück zum Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr brauche ich dazu erstmal nicht sagen. Ich hoffe, dass ihr das versteht und wir uns da auf einem Level auf Augenhöhe begegnen und uns die Hände reichen und sagen, hey, cool, dass Fundibee überhaupt einmal die Woche kommt und cool, dass du uns die Option gibst, dass es vielleicht auch mal mehr kommt, wenn du mal mehr Zeit hast. Natürlich, Leute, wir sind doch hier eine geile Community. Sind wir eigentlich eine Community? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht so wirklich Zeit, mich um so Sachen zu kümmern wie Antworten. Ich mache das natürlich, aber ihr merkt es wahrscheinlich selber, dass ich das versetzt mache. Ich kann nicht, wenn ich zum Beispiel Fundibee samstags rausbringe, kann es sein, dass ich erst dienstags auf die Kommentare antworte, wenn ich dann eben irgendwann mal Zeit habe, weil ich auch mal sonntags vielleicht mich nicht unbedingt um den Kanal kümmern möchte, einen Tag in der Woche. Deswegen, das heißt mir nämlich aufgefallen, dass es immer schwieriger wird, wirklich auf jeden Kommentar einzugehen. Und deswegen auch jetzt hier sowas wie, gut, ich habe jetzt trotzdem alle Kommentare beantwortet in der letzten Folge, aber vielleicht wird das in Zukunft öfter mal passieren, dass wir hier so eine Quintessenz bei der Fundibee-Folge rausfiltern, ja, die sich vielleicht in den Kommentaren irgendwie ergeben hat und ich darauf eingehe dann. Dann muss ich vielleicht nicht jeden Kommentar beantworten, wobei ich das natürlich gerne mache. Natürlich, ich bin für euch da, liebe Freunde. Ja. So, jetzt aber mal zurück zum Geschehen. Was machen wir hier? Ich habe die Shops verkleidet. Ich habe, bin jetzt dran, hier die Wände zu verkleiden, die ja nach links und rechts noch gehen von dem Gebäude. Und habe natürlich hinten an der Tür ein bisschen verkleidet. Da habe ich natürlich ein bisschen Blumen und alles hingemacht, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und dann kommen hier, wie gesagt, jetzt noch die Wände werden verkleidet und das wird alles schöner gemacht, damit das hier auch mal einigermaßen aussieht und nicht wieder nach Ruine. So, Dach muss natürlich hier noch dran und man merkt schon, langsam aber sicher kommt Leben in die Bude, auch wenn sie nichts bewegt. Aber, wobei doch im Shop sind zwei Typen, die hier, und ne, eine, ein Mädel und ein Typ, die hier die Sachen verkaufen. Die sind die einzigen, die sie bewegen, wenn die Zeit an wäre. Und natürlich das Wasser in unserem wunderschönen Kunstwerk. Ach, apropos Kunstwerk.
ich habe mal geguckt und ich glaube, wir sind so bei 75-25. 25% finden es blöd und der 75%, der Großteil findet es gut. Habe ich nicht ganz geschafft mit meinen 50-50. Aber gut, das Kunstwerk bleibt trotzdem so, wie es ist. Logisch. Apropos, da, ihr habt mir auch noch mit den Lampen, habt ihr mir auch noch geholfen, dass ich weniger Lampen habe, machen soll. Habe ich gemacht, habt ihr gesehen. Ja, hier hole ich jetzt die Markise. Das muss ich auch nochmal sagen. Also, ich beschleunige schon schnell. Ne, das hier sind wieder mal 2 Stunden Ingame-Zeit. Und ich möchte keinen Namen nennen, aber ich habe mir schon andere YouTuber angesehen, wo halt viel langsamer beschleunigt wird. Und dadurch können die natürlich auch mehr Folgen machen. Aber das ist, finde ich, halt nicht Sinn der Sache. Ich finde, das ist qualitativ halt nicht so hochwertig irgendwie. Aber das ist jedem natürlich selber überlassen. Wenn man das so machen möchte, dann greift man natürlich auch mehr Klicks ab und verdient vielleicht mehr Geld. Bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ihr hier schon einen gewissen Ausschnitt habt und den ihr euch angucken könnt, so dass auch mal ein bisschen was passiert. Und ich, zum Beispiel der Dark Ride. Wie viele Folgen haben wir mit dem Dark Ride verbracht? Ich glaube, Folge 12 ging es los und so Folge 19 waren wir fertig. In Anführungsstrichen fertig. Da könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Ingame-Stunden das sind und wie viele Speedplays ich hätte machen können, wenn das Video nur 10 Minuten geht und ich nur auf 200-facher Geschwindigkeit das mache. Das sind dann vielleicht 30, 40 Videos, die ich nur mit dem Dark Ride verbringe. So haben wir das in 9 oder 8 Folgen komprimiert. Und ich finde, das ist halt, wie gesagt, das hat auch was mit Qualität in einem gewissen Maße zu tun. Und die möchte ich euch halt liefern. So. Heute ist mal eine ernste Folge hier, Mensch. Was ist denn da los, Brilli? Ach du Jemine. So, Leute, jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt ein Teil, der mir echt... Also, ich hatte mir vorgenommen, hier vorne so einen Biergarten hinzumachen und wollte die Biertische auch überdachen. War ja erst gedacht mit der Pergola, die ihr vorne seht. Habe ich ja dann nicht gemacht. Und dann habe ich jetzt hier selber mal Hand angelegt mit einer neuen Pergola. Ne, diesmal ist es eigentlich eher ein Zelt. Es ist eher ein Zelt, aber ein schönes Zelt. Ich bin irgendwie stolz auf dieses Zelt. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Und wie gesagt, dieses Zelt wirkt gleich... So, dass hier wirklich, dass man sich einfach nur da hinsetzen möchte und ein Bier trinken möchte. So ein richtig schönes Biergarten, richtig schöne Biergartenatmosphäre, die ich will mich hier nicht irgendwie loben oder so, aber die habe ich hier irgendwie geschaffen. Ich weiß selber nicht genau wie, aber irgendwie sieht dieses Zelt cool aus. Finde ich. Ihr könnt natürlich schreiben, wenn es euch nicht gefällt oder wenn es euch gefällt, natürlich gerne sagen, da bin ich natürlich immer dabei. Aber schreibt nicht zu viele Kommentare, da kann ich wieder nicht drauf antworten. So, 10 Kommentare unter dem Video reicht. Dann kann ich drauf antworten. Ach Gott, der Anti-YouTuber. Schreibt mir bitte nicht unter den Videos. Lasst keine Daumen da. Lasst auf gar keinen Fall ein Abo da. Das verpflichtet mich nur. Deabonniert mich, bitte. Ich will aufhören. Nein, macht was ihr wollt. Ihr wart schon immer frei auf meinem Kanal. Ich bin hier kein Bettler und in die eine wie auch in die andere Richtung. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ihr wisst, was Sache ist. So, hier kommt ein, habt ihr gesehen, jetzt nochmal die Streben gemacht. Dann so einen dicken Holzbalken in die Mitte. Und das hier sind Seile, an denen die Markisen hochgezogen werden könnten. Für jedes Segment einzeln. Der Steuermann steht da hinten in dem Shop und er kann sagen, hier, die Markise kommt so weit und die Markise kommt so weit und das ist so ein bisschen schön, alle kommen gleich weit, kann er auch sagen. In meinem Falle jetzt hier, ist natürlich statisch jetzt, ich kann die nicht hoch und runter fahren lassen, habe ich mich für eine unterschiedliche Variante entschieden. Es ist nicht ganz realistisch, ist mir klar, weil die Seile jetzt quasi in der Luft hängen, wo die Markisen drauf gespannt werden. Aber ich habe keinen Teil gefunden, womit ich die unten nochmal festmachen kann. Die müssten unten nochmal irgendwie einen kleinen Balken haben, aber das ist egal eigentlich. Es ist nicht hundertprozentig realistisch, aber es ist im Rahmen des Erlaubten, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Teil gefunden, was so klein ist. Ich habe wirklich bin fast alles durchgegangen. Gab's nicht. Deswegen sind die Seile, wo die Markisen drauf gespannt sind, jetzt quasi ein bisschen schwebend. Ja? Aber das sieht man fast nicht, weil die Markisen halt auch noch drauf sind. Und deswegen tut das der Sache nicht wirklich einen Abbruch, wie ich finde. Und ich habe halt diese komischen Fahnen hier genommen, um die Markisen zu machen. Natürlich blau-weiß. Biergarten finde ich in so einem bayerischen Stil
Da gehören natürlich blau-weiße Markisen hin. Vielleicht mache ich das Blau noch was heller? Nicht sicher, das ist vielleicht ein bisschen dunkel. Das bayerische Blau ist auf jeden Fall heller. Aber egal. So, dann habe ich die kopiert und mal gedreht. So, dann sieht das sogar noch ein bisschen cooler aus. Wenn das jetzt auch noch auf der einen Seite so und auf der anderen so. Das ist eine High-Class, High-End-Markisen-Zelt-Dings. Der kann da wirklich sagen, hier diese Markisen-Nummer. Wie viele sind das denn insgesamt? Kannst du nicht zählen. Ich glaube 10. 10 verschiedene Knöpfe hat er da, oder? Sind es 12? Könnten auch 12 sein. Dann hat er 12 Knöpfe da und da kann er sagen, die so weit, die so weit, die so weit. Richtig krass. Eine High-End-Klasse Markise. Da kommen hier oben noch so Pflanzen rein. Und natürlich, ihr wisst, die werden nicht so bleiben. Das ist ja unrealistisch, da würden sie runterfallen. Da, deswegen kommen dann natürlich noch Haken dran, damit das alles hier auch seinen Zweck erfüllt und seinen Sinn hat. Ja? Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Das muss natürlich sein, damit das einigermaßen sicher aussieht hier. Und ihr seht schon, wo es hingeht. Und ich finde echt, irgendwie hat das was, dieser Biergarten. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich den sehr, sehr gerne. Und das hat nichts mit Eigenlob zu tun, sondern ich wusste ja selber nicht, was ich hier gerade baue. Aber am Ende sah es einfach cool aus. Und das ist doch die Hauptsache. So, dann kamen hier Lampen rein. Ich wollte erst, habe ich ein bisschen rumprobiert mit Lichterketten. Aber die haben zu sehr diese Jahrmarkt-Atmosphäre. Fand ich irgendwie nicht so cool. Deswegen habe ich jetzt wieder solche Lichter genommen. Finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar cool, weil die ein echt schönes Licht auch am Abend machen. Das sehen wir nachher nochmal. So, dann hier wollte ich jetzt kein richtiges Zelt machen, sondern einfach nur ein Schirm kommt hier in die Mitte zu diesen beiden Tischen, die da zusammenstehen. Ist okay, kann man machen. Und dann kommen hier noch ein paar Blumen dran. Also es wird sehr üppig, das Ganze. Aber, so, ich glaube, wir sind jetzt soweit mit dem Speedrun gleich durch und gehen in den Realtime. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal an und dann seht ihr, was ich meine. Dass das jetzt schon deutlicher danach aussieht, dass man da jetzt hingehen kann. Dass man da jetzt sich hinsetzen kann, ein halbes bestellt und das gemütlich in einem wunderschönen Parkambiente schlürft, während man die Teetassen beobachtet und die Leute aus den Teetassen reihern sieht. Ach, wunderschön. Leute, da geht einem doch das Herz auf, da möchte man hin. Da möchte man hin. Hier sind die wunderschönen Teetassen. Natürlich wird die Pergola hier auch noch gemacht. Da kommt noch Grün rein. Ach Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles mache. Vielleicht kriegt die auch so eine Art Verdeck. Weiß ich noch nicht. Und jetzt hier, ihr seht es. Da will man doch hin, oder nicht? Da will man sich doch hinflätzen. Habe ich Bock drauf. Mann. Und das Kunstwerk. Ach, das wunderschöne Rolf-Kunstwerk. Ah Gott. Ja, und hier sieht es jetzt, wie gesagt, schon so ein bisschen nach Leben aus. Nach bayerischem, ja doch, bayerisch möchte man schon sagen, zumindest süddeutsch, in einem süddeutschen Biergarten. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal im Dunkeln an und wir sehen schon, es macht ein schönes Licht und eine schöne Atmosphäre hier abends. Ach, da möchte man sich hinsetzen und einen halben trinken und ein Hähnchen dabei essen oder so. Oder ein Leberkäse, wie auch immer. Ja, das wäre schön, das ist schön. Und ja Leute, wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was jetzt bis jetzt hier raus geworden ist. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir was Neues machen, beziehungsweise müssen hier vorne noch was machen. Ich sage jetzt erstmal tschö, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei FunLibi.